Ich möchte Ihnen ein Gedicht vorlesen. Es heißt Die schwersten Wege und ist von Hilde Domin. Die schwersten Wege werden allein gegangen, so heißt es da. Das ist vielleicht ja auch Ihre Erfahrung. Vielleicht erleben Sie dieses Alleinsein gerade jetzt zu Hause. Der direkte Kontakt zu den Kindern, zu den Enkeln ist so nicht mehr möglich. Am Anfang des Gedichts ist von einem Toten die Rede, der jedem Ruf antwortet. Ich verstehe das so, dass hier von Jesus gesprochen wird. Das Gedicht hat zwei Teile. Der erste Teil beschreibt den harten, den einsamen Weg. Im zweiten Teil ist dann vom Aufatmen die Rede, das sicher kommen wird. Hilde Domin. Die schwersten Wege. Die schwersten Wege werden alleine gegangen. Die Enttäuschung, der Verlust, das Opfer sind einsam. Selbst der Tote, der jedem Ruf antwortet und sich keiner Bitte versagt, steht uns nicht bei und sieht zu, ob wir es vermögen. Die Hände der Lebenden, die sich ausstrecken, ohne uns zu erreichen, sind wie die Äste der Bäume im Winter. Alle Vögel schweigen. Man hört nur den eigenen Schritt und den Schritt, den der Fuß noch nicht gegangen ist, aber gehen wird. Stehen bleiben und sich umdrehen hilft nicht. Es muss gegangen sein. Nimm eine Kerze in die Hand wie in den Katakomben. Das kleine Licht atmet kaum. Und doch, wenn du lange gegangen bist, bleibt das Wunder nicht aus, weil das Wunder immer geschieht und weil wir ohne die Gnade nicht leben können. Die Kerze wird hell vom freien Atem des Tags. Du bläst sie lächelnd aus, wenn du in die Sonne trittst und unter den blühenden Gärten die Stadt vor dir liegt und in deinem Hause dir der Tisch gedeckt ist. Und die verlierbaren Lebenden und die unverlierbaren Toten dir das Brot brechen und den Wein reichen und du ihre Stimmen wieder hörst, ganz nahe bei deinem Herzen. Halten wir diese Hoffnung fest. Und wenn Ihnen das Herz schwer ist, rufen Sie an.